Jo Leute, willkommen zu Let's Play Mario Party 5 mit Mega Sub-Zero 1000 Leute. Jo, das Let's Play machen wir nochmal von vorne. Was hat sich einiges geändert, deshalb haben wir wieder Zeit für Let's Plays endlich. Und wir haben jetzt ein neues Mikro. Ja. Ein ganz schön teures Mikro von Logitech. Sieht auch ganz schön cool aus. Ja, und deswegen wird das erstmal von vorne kommen. Ja, ist noch gerade so eine Fliege drin. Ja, Lava macht mir zu viel. Lava macht mir zu viel. Nein, wir wollen nochmal ein neues Spiel anfangen. Nein, wir brauchen ein Netz. Dann, also zuerst machen wir immer alle gegen alle und dann den anderen Part, dann, wenn die Partie zu Ende ist, dann spielen wir Dings. Gegeneinander. Im Team. So, bin ich gerade jetzt im Team? Nein, jetzt spielen wir gegeneinander. Ich nehme Wario, wie immer. Ich bin Luigi. Das ist ja selbstverständlich. Unser Gegner, wer soll das sein? Du suchst einen aus, den du haben willst. Geht nicht, du musst erst, glaube ich. Nimm Mini-Bowser. Okay, jetzt darf ich mir einen aus. Normal würde ich sagen, und jetzt will ich mir einen aus. Ich nehme Guru. Ja, wir fangen an mit der Spielzeugwelt. Ich würde sagen 20 Runden, normales Paket, Bonus an, keinen Sternvorsprung und dann würde ich sagen, auf geht's. Wie habe ich das nur vermisst? Die Spielzeugtraum. Ich meine, der Spielzeugtraum. Kommt die Vergangenheit nochmal ins. Nicht, oder so? Nee. Ich habe keinen Bock, das vorzulesen. Könnt ihr alles selbst lesen, oder? Ja. Und ich fange an, weil ich habe die 10 schon gleich erwischt. Soll ich die Vergangenheit aufwecken oder sowas? Luigi. Kosa. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns immer ein bestimmtes Thema, über das wir sprechen, oder? Ja. Wie wär's, wenn wir uns heute über das JBB unterhalten? Ja, das wäre doch cool. Wer will anfangen, ich oder du? Ich fang mal an. Also wie wir jetzt alle wissen, ist jetzt ein JBB 2014 draußen. Und die Battles sind alle gekommen. Entertainment gegen Vokal. Wer kam noch? Diverse gegen 80. Wo es eine Rückrunde gibt, weil irgendwie Betrug und so unentschieden so noch ein bisschen. Ja. Dann kam gestern... Es kam Laska gegen Fortune. Und darüber, also ich will jetzt erstmal über Laska gegen Fortune sprechen. Also, die erste HR von den beiden fand ich eindeutig Laska besser. Ich kann es nicht verstehen, dass das ein Unentschieden wurde. Aber weil Fortune Speed war ja mal sowas von beschissen, das hätte man sich an die Wand klatschen können. Fortune hätte ja gewonnen ohne den Strafpunkt. Dann Punkt mehr. Na, darauf habe ich nicht geachtet. Ich habe es mir einfach angeguckt. Fertig. Nur nach Motto, wer jetzt gewonnen hat. Und ich finde, dass Laska hat ihn total gut gekontert. Wo es nur ging eigentlich. Was? Er hat ihn total gut gekontert. Also, ja, dann kam gestern Kasa gegen Gio oder Gio gegen Kasa. Was, das kam schon? Ja, das kam noch gestern. Hab ich nicht geguckt. Ja, was? Dann kommt nächste Woche kommt dann TJ gegen Cassius Clay. Oder Cassius Clay gegen TJ. Ich habe noch gerade keine Ahnung, wie dieses JBB ins Kingfinale mit einzieht. Da habe ich noch überhaupt gar keine Ahnung. Was passiert jetzt? Oh, Cups sind tauschen, super. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch nicht alle Teilnehmer angehört. Zum Beispiel Taven gibt noch Smiles. Ich habe mir gar nicht alle angehört. Smiles. Ich hab nur so ein bisschen mal manchen reingehört, aber auch nicht bei allen. Also ich habe schon fast so gut wie alles gesehen, außer jetzt das Gio gegen Kasa und so. Ich will noch angucken. Ich habe mich auch erst gefragt, hä, was wollen die denn sich gegeneinander sagen, weil sie dissen sich nur selber, wenn sie was über ihre Mutter sagen. Und ja. Aber ich glaube mal, dass Gio den wie ein... irgendwas wahrscheinlich über das Privatleben von dem gelabert hat oder hat er auch gemacht über Baby, gesagt, dass er die Windel im Bett gemacht hat.
Ja, hab ich mir gedacht. Hat er wirklich gesagt. Und das erste Spiel, was wir spielen, ist Chris Keiner Fickerei. Ich sollte mich nicht wundern, wenn er das gemacht hat. Okay. Oh, das war damals mein Lieblingsspiel. Damals. Aber egal. Also ich bin mal gespannt. Yay! Luigi came! Ich hoffe, dass ich das letzte Teil wird. Oh shit! Oh. Ein What? Ein 2-1. Ah. Lass uns mal 2-2 machen, gucken, was dann passiert. Komm her, Ballmann, komm her, du Fetto! Nein! Nein! Jetzt hab ich gewonnen! Ich hab den Scheiß verloren! Perfekt! Aber 2-2 wäre auch gut gewesen, dann hätten wir beide gewonnen. Ich hab aber den Scheiß losgelassen. Ich bin irgendwie gegen Stachel geflogen. Fuck. Damit hab ich das erste Spiel schon mal gewonnen. Da Teil wird gewichst. Ihr habt das alles gesehen, das war ein Fake. Das war alles nur ein Fake, das hat man total gesehen. Okay. Das war wie die Runde gegen Lasker gegen Fortune. Das hat man doch total gesehen, gerade eben. Gehirnrunde 7. Ich hoffe... Wo ist denn überhaupt der Stern? Da oben. Falsche Richtung eigentlich, hab ich gehört. Naja, okay, es geht. So. Und ich habe ich eine Platztauschkapsel oder sowas. Die hab ich gerade. Was ist? Ja, wir haben einen Kapseltausch vorhin mal gemacht und ja. Ich weiß, glaube du könntest die vielleicht vorher gehabt haben, aber ja. Nee, ich hatte Hammer Bro. Okay. Also hab ich nochmal Hammer Bro, glaube ich. Ja. Nee, du hast Cooper Bank Kapsel, du hast meine. Und ich habe deine bekommen. Ach ja. Aber auch egal. Nein! Ich weiß schon, wenn du dir jetzt vor dich gehst, bist du erstmal 5 Minuten abgezogen. Wollte ich ja gar nicht. Ich wollte eigentlich würfeln, nur ich wüsste nicht. Weißt du noch, damals hier. Yeah! Weißt du noch, damals in der Erinnerung, wenn man da hochgegangen ist und immer auf dem Fragezeichen gelandet ist? Ich weiß. Aber jetzt krieg ich einen Stern. Bitch. Kommt auf an, was jetzt passiert. Gib mir einen Stern, DK, sei gutherzig. Weißt du noch, damals, wo du bei Donkey Kong einen Stern abgreifen konntest und der hat einen 9 gewürfelt und jetzt eine 10? Ja, ich hab einen Stern gewonnen! Nein, du musst erst noch höher würfeln als er. Du musst doch hoffen, dass er niedrig würfelt. Aha! Okay. So ein Noob! Komm, gib mir die 8! Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Verpiss dich, DK! Dein verwichsten Stern, verpiss dich! Du darfst vom Noob. Dann so. Nur sagen, das war ein Noob. Was du das war ja behindert! Kriegt ihm gleich 8 Sterne ab, Mann. Du sagst noch. Und jetzt kriegt der den DK. Dann sagst du noch so 3, ach, das ist ein Noob. Und was machst du? Du würfelst eine 1. Ich verstehe das nicht, ich verstehe es nicht. Was spielen wir als nächstes? Klassische Sexjagd. Du weißt doch, wofür wir das verarscht haben immer. Ja. Ja. Dann hast du ja leider gelöscht. Ja, ich hab voll gelitten gerade, ey. Das war jetzt ein Fail, das hab ich noch nie gesehen. Das war echt. Also, keine Ahnung, wie man das geschafft hast. Ich kenn das gar nicht, das hier. Ja, das ist halt so ein Linksspiel. Du sagst noch so, ach, das ist kein Problem, das gewinne ich. Und dann so würfelst du nur 1. Pass mal auf, wenn die Kinder eingewürfelt hätte, dann hättest du nur 0 gewürfelt. Ich krieg's nicht. Ich komm nicht so. Vergiss nicht, jeder gewinnt hier, okay? Hier gibt es keinen Lohn. Ah, wusste ich gar nicht. Es geht nur um die Münzen, wer viele Münzen hat. Ich hab 19. Ich hab gedacht, es kommt drauf an, wer am schnellsten oben ist. Nein, nur Münzen sammeln. Also ich hab schon mal genug Geld für 2 Sterne gesammelt. Du bist leider der Loser. Ja, weil ich 9 gewürfelt hab. Die können froh sein, dass ich keine 8 gewürfelt hab. Oder eine Nein. Okay.
okay, dann wollen wir nochmal. Haha! Aber bei mir ist es egal. Okay, hier wird es nicht egal. Viel Spaß, ich hoffe, der teleportiert sich am Anfang mit der Scheiße. Er will eine 1. Ja, der kriegt jetzt die 8. Ich verstehe es nicht. Und jetzt kriegt er auch noch den Stern, der Pico-Sohn. Nee, noch nicht mal. Gerade eben, wenn ich sage, gib ihm eine 1, gibt er ihm eine 8. Gib mir eine 1. Naja. 2. Deine Eier sind gleich 3. Damals habe ich noch alle total zerstört in den Brettern. So wie Laskas sagt. Jetzt zerstöre ich deine Bretter wie in der Tischlerei. Selbstgenannten Bretter. Und mein Bosa, der kleine Wichser. Er ist tot. Er ist gefickt. Tschüss. Bumm. Haha. Gegen 2, das ist also wie bei dem Team. Das hat sich gerade total schwul angehört, Intim. Das Spiel heißt Saubermengner in Sex. Komm, werf um deinen Cocktail. Mal gucken. Ach, wir sind im Team. Ja, wir sind im Bus einfach nur sauber machen. Das ist ja eine Scheißsteuerung. Wo haben sie sich denn die Steuerung gekauft? Beim Mediamarkt für 3 Euro? Wahrscheinlich aus dem Kick ersteigert für 3 Cent. Auf Raten bezahlt. Ich glaube, sie muss, die Steigerer mussten wahrscheinlich ihr Leben auf Raten bezahlen und die Raten von ihrem Leben mussten die auf Raten bezahlen. Ich will es gar nicht wissen. Das war ja einfach. Was war das überhaupt auf dem Bus? Keine Ahnung, das war irgendwie Farbe. Nee, das war Blut von Reptile. Ja, Blut von Reptile. Armageddon wird vielleicht auch mit nebenbei kommen, wenn ihr Glück habt. Ja. Das war ja langweilig, das Spiel, ganz ehrlich. Da hat sogar meine Oma schon bessere Spiele gemacht. Ja. Oh, ich bin gegen das Mittel gekommen. Sorry, Leute. Und, ja, jetzt habe ich eine. Du bist gefickt! Ja, super, danke, Spiel. Danke. Das hat sich immer voll gelohnt. Autsch. Pass auf, jetzt muss ich dieser mal sich den Stern. Ja. Klar, fick dich. Ich habe jetzt gedacht, der hat kein Geld, der hat nur 20 Sterne. Ich meine Münzen. Danke. Ja, hol dir doch den Scheiß Stern. Fick dich. Freut er sich noch so, Link? Link. So, Link. Link. Und der nächste Stern ist da unten. Scheiß beim Buu. Jetzt holt er sich gleich den nächsten. Kann er gar nicht, er hat kein Geld. Nicht genug Geld. Jetzt gewinnt der ein Minispiel wahrscheinlich. Kann ich eigentlich das aktivieren und dann immer noch laufen? Ja. So muss ich gar nicht. Im Fall dafür, dass ich eine 1 würfe. Aber es ist kein Geld. Dann würfe ich auch noch eine 2. Aber da ist eh kein Geld drin. Achso, der zieht mir Geld ab, der Pico. Ja, der zieht dir das Geld ab. Und wenn du jetzt nochmal drauf, wenn du jetzt direkt drauf landest, kriegst du das Geld. Dann kriegst du deine 5 wieder. Ich will nach links, ich will nach links, ich will nach links. Shit. Mini. Komm, hol dir deine hässliche Kapsel ab. Wie schon die Schnauze voll von deinem hässlichen Visage. Deinem hässlichen Visage. Ja, genau. Schildkapsel. Also. Alles nur Nobodies gegen die Spiele, ey. Außer Super Tantalus. Und alle gegen mich. Ich hab schon gedacht, ich wäre Nobody. Ich würfel eine 1 in dem und dann würfelt der noch eine 3. Ich meine, der würfelt eine 3, dann würfel ich eine 1.
Und da soll mir einer sagen, ich sei kein Noob. Ich meine, ich sei ein Noob. Das Spiel heißt Schilderwichserei. Okay, ich geb ihn jetzt Uppercut. Ich geb ihn jetzt Uppercut. Bam! Zack! Tschüss, Amigosa. Nein! Achso, ich hab gedacht, ich wär tot. Nein. Letzte Runde. Ah! Wir haben gewonnen, weil Uhu noch da war. Das ging richtig in die Niere, der Schlag. Ach so, ich hab gedacht, es wäre wie Scherstein Papier und nicht jetzt halt das gleiche. Ja. Haben wir Geld bekommen? Ja, Alter, Geld bekommen. Aber nur weil Buho ich gerettet hab. Du hast ja verloren ihn am Ende. Und es geht weiter. Mit einer geilen 7. Ja, hier entlang. Was krieg ich jetzt für eine coole Kapsel? Komm, mach hin. Bei dir ist eine coole Kapsel, bei Bowser Jr. ist es eine hässliche Kapsel. Genau. Ich kriege eine Pilzkapsel. Da lande ich auf ein DK und was macht der? Er verarscht mich nur, wo es mir geht. Gott sei Dank hat er nun. Zum Glück bin ich nicht Letzter. Da vorne ist nämlich der Stern. Teleportkapsel? Oh, ich hab gar keine Teleport. Ich hab eine. Aber ich kenne. Eine 8! Endlich! Shit, ich hätte auf Duell kommen müssen, dann hätte ich dir den Stern abziehen können, Buhu. Klar. So war es, hatte den Stern, der. Fick dich, ey. Ganz ehrlich, warum haben die beiden einen Stern? Ich kann dir nicht in die Tor boxen, dass er gegen die Wand geht. So wie Fortune die Lautsprecher boxen könnte bei Dings. Lass gleich. Ich hab gedacht, dein Computer wäre im Arsch. Was? Dein Computer? Ja, da geht jetzt irgendwie wieder. Keine Ahnung. Gestern irgendwie. Ich hätte jetzt wieder Probleme. Egal. Ist auch gut so, dass er gerade geht. Wir können ihn in Ruhe aufnehmen. Ja, tanz nicht so behindert. Ficke. Fotzkind, ey, ganz ehrlich. Soll ich das jetzt so sagen? Aber das war. Das war gerade der Studio. Das ist keine Beleidigung, das ist eine Tatsache. Genau. Genauso wie das Mayonnaise auch kein Instrument ist. Komm! Kniet nieder, ihr Wichser! Bosas Wichsspiel. Deine Verlierer ziehe ich diesmal alle Münzen ein. Beginnen wir das Minispiel Sex. Ne, das Schwanzroulette oder sowas. Kein Bowser. Ach, das schaffe ich locker. Du müsstest das auch schaffen. Mhm. Wenn du kein Noob bist wie ich. Ja. Wir konnten jetzt die Pisse von Bowser runter. Es pisst, es pisst! Nein! Oh, super! Ah, ich bin Erster, ich hab's gewusst. Natürlich! Da musst du natürlich auch was runterkommen. Ich bin immer der Erste in dem Spiel, das weiß ich. Ja. Jetzt verlieren alle Münzen außer du. Was, echt? Ja. Krass. Also wir verlieren alle unsere Münzen. Dank dem Blöden. Ah. Jetzt brauche ich nur noch die Sterne von euch. Du meinst schon, Bosa. Mini-Bosa und My Bububu. Danke, du blöder Mini-Bosa, du hast mich echt in den Arsch gefickt. Buhu wurde bei Lass. Besser schiebt dir doch dein Pascal in den Arsch. Ja. Laska hat mal Buhu erwähnt in einem Song 100 Bars. Wirklich? Ja. Und bei dir kommen ja Buhu für all zum Geisterhaus, Mutterficker, sag ich so. Oh je.
man kann springen. Ei! Übertreib mal. Ganz ehrlich, übertreib mal mit Niveau. Ich hatte schon umgebracht. Nur das, weil ich gesprungen bin. Ja, ich bin so nicht gesprungen. Komm, der trifft mich eh nicht. Haha. Alter, übertreib mal. Haha, du bist eh so schlecht. Haha. Sag mal, da läuft ja sogar meine Oma besser als Mini-Bose. Haha. Wie sieht das so overlame aus? Ja, ich hab gewonnen. Klar, du gewinnst und dann sind wir mit dir die Gewinner. Ja. So voll unlogisch. Egal. Vorhin war ich noch erst mit den ganzen Münzen und jetzt bin ich der Noob. Cyborg. Genau. Kotzen. Eine 7. Ja komm, die Katze. Ja. Es ist eine Pornokapsel. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, Dings Kassen tragen kann. Und, oh, Glück gehabt. Ist das nicht gut? Die geben dir doch einen Stern. Nicht? Nein, ich meine, gut, dass ich nicht zwei Stücke weitergelaufen bin, da wäre ich nämlich auf den Bowser gelandet. Ach so, wegen dem Kettenhund. Das du Hund? Nee, richtig. Schicksalskapsel ist eine andere Kapsel. Nein! Na super. Aber der greift eh wahrscheinlich nicht. Ah, der hat gar keinen Gildschirmstern. Der hat gar keinen Gildschirm. Der greift dich an. Der greift dich sowas von an. Nee, der greift Bose von dir an. Münzen. Dann greift er dich an. Nee, egal. Okay, egal. Kleine Pico-Söhne. Ruhe, renn! Das ist, glaube ich, unmöglich auf dem Controller. Okay, du hast. Ah, das hat wehgetan. Naja, was soll's. Das werde ich dir auch antun. Ich werde den verdammten Stern klauen, Mann. Oh Gott. Lass mich erstmal würfeln, Mann. Ich bin hier da echt mal gespannt. Oh, jetzt ist eine. Ja, sei froh, dass du nicht einfach weitergegangen bist. Dann wärst du wieder auf Bowser gelandet. Der ist eh schon auf Bowser. Bowser auf Bowser. Wie lange waren wir den Platz? Sind wir 10 Runden. Cool, ich bin gleich mal nächste Runde, welche Runde wir sind. Ey, tu mir mit deinem dummen Kasten, ganz ehrlich. Er holt sich. Don Banano. Die Banane. Don in meinem Arschloch. Die Banane habe ich auch hier unten. Hier versteht. Das nächste Spiel, das ich auch nicht kommt, dieses eine Spiel. Ich will jetzt noch nicht sagen, erst wenn es kommt. Aber momentan ist es nicht dabei. Wir spielen das Spiel Banino Sexjagd. Also besser gesagt Affensex. Ach der Scheiß. Da hast du immer gewonnen. Und immer Glück habt ihr oder so. Du warst immer Zweiter. Ja. Wie nimmt man die? Mit A, wie immer. Hier schenke ich dir zum Geburtstag mehr. Hier kannst du deinen Vater schenken. Ja, geh verrecken. Hier. Hol dir Kinder. Kauf dir Kinder. Hier. Bearbeite deine Kinder. Nehme die Kinder. Hier. Scheiß auf die Kinder. Hier. Nein, nein! Ja! Du hast so Glück gehabt gerade. Das war das Falsche. Komm her, du kleiner Affen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, aber nur weil du das Goldene hattest. Hätte ich das bekommen, hätte ich gewonnen. Ich kriege aber immer den Goldenen. Das ist so eine Auszeichnung für mich. Ich habe extra da auf der Mitte gewartet. Weiß ich noch, was du da gleich kommt. Deswegen hab ich auch gewartet. Gemerkt. Deshalb habe ich auch, weil ich gesehen habe, dass du gewartet hast, habe ich gewartet. Egal, hast du halt mal ein wenig Spiel gewonnen.
Luigi Time. Was ist das? Ja, mach die Schicksalskapsel, das wird doch wieder. Das ist nicht genug Geld. What? Okay, auf geht's. Klar. Und dann wollen wir mal gucken. Ich krieg einen Stern fertig. Tatsache. Luigi. Ich kann sich fassen. Gerade eben dafür, dass mir so eine Scheiße passiert ist, krieg ich jetzt einen Stern. Gib mir einen Stern. Ja, oh mein Gott! Aber du hast nur, hat nur einen Stern, gell? Ist mir egal, ich krieg einen Stern. Gib mir deine Sterne. Ja, danke. Mama Mia. Thank you. Ich hätte geschüttet. Es fängt an zu regnen, Leute. Und jetzt hat Mega Saturo und neue Lotterie. Verarsch mich jetzt nicht. Pass auf, jetzt kriegt er seine Sterne. Lass mich jetzt in Ruhe, Buhu. Ich geb dir gleich einen Punch, gell? Direkt in die Fresse. Guck, was jetzt passiert. Es hängt. Gerade eben war noch alles gut, jetzt fängt es an zu schütten und der Pico geht da drauf. Oh. Ja, gib mir seine Sterne. Oh ne, hinterher kriegt er von mir Sterne. Es macht noch mit, ich. Aha. Aber ich habe keine Sterne. Du musst dir trotzdem was geben. Ja, geht was. Sternentausch. Ach, aber ich habe keinen Stern. Dann kriegst du einen Stern. Ja, das Ergebnis steht fest. Haha, danke. Noob. Dieser Noob. Wahrscheinlich kann man die Sterne tauschen. Ist das so immer da? Ja. Wie geil ist das denn? Jetzt treffen wir wieder Feinde. Jetzt heißt das nur noch du und ich, Mega Sub-Zero. Mich krieg ich schon nie mehr. Du hast doch momentan den Münzvorteil. Mal gucken, wie lange. Ich hab schon immer... Ja, ich habe dieses Minispiel schon allgemein gewonnen. Magic Cooper, jetzt werden Sterne getauscht. Hat er mal ganz kurz geschüttet. Ja. Und... Eine 3. Erzähl. Erzähl, ist so dumm! Dieses dumme Kind! Ist aber die K. Okay, da kann zwar den Stern kommen, aber trotzdem. Also hat er gar kein Geld für den Stern. Mit den normalen gerade. Dann ist er behindert, dann ist er echt behindert. Fang den Penis! Da hinten war das eine Spiel. Kann ich jetzt nicht sagen. Ach, konnte. Das hab ich ja immer. Ah ne, das hast du nur gewonnen. Da ist der hässliche Pico drin. Der Pico-Sohn. Hab einen. Hab noch einen. Okay, dann gewinnst du wahrscheinlich. Ich wurde getroffen. Hab 3. Jo, das war's. Mann, ich bin gut. Aber das ist eure Glückssache. Glaube ich. Ich bin zu high für meine Gegner. Weil er ja gerade hochgeflogen ist. Aber man kann auch das zweite Tür schlagen. Ja. In zwei Sinn. Mal gucken, welche Runde wir gerade sind. Okay, da kommen noch zwei Runden, machen wir noch. Also noch 13. Und ja. Das ist unnötig einzusetzen. Und ich. Du hast gesagt. Hab. Wenn er dir jetzt einen Stern abzieht, dann lache ich dich so aus. Und hinterher im Endeffekt gibt er ihn mir. Wario, du bist ein zu großer Loser, du musst dem Stern jetzt Luigi geben. Kommt dir so an. Kniet nieder, ihr Wichser! Zeit für Bosas Arschtritt. Das nächste Ereignis ist Bosas Hinterstick. Ich gieße mal die Hälfte aller Münzen ein. Ach du Scheiße. Ist der noch in Ordnung? Ich habe ja gerade zu viele Münzen. Kein Versex. Na super. Ach, das ist ja reine Scheißsache.
Was sollst du nehmen? Keine Ahnung. Das ist irgendein Taster aus dem was. Geh auch da rein, wo du reingehst. Okay, einer hat Glück. Also ich hab mir schon erst gedacht, sofort B. Und? Ich mein, ja. Was macht er als erstes? Ein. Wir sind gefickt. Und der nächste ist. Uhu. Ja klar, seinen kleinen Sohn unterstützen. Sohnemann, so wie der Sohn auch der Vater, na klar. Labert. Labert. Will jetzt Bo seinen auf guten Vater machen nach der ganzen Scheiße, die er mit Peach und alles gemacht hat. Denkt sein Sohn, denkt jetzt, er wäre ein Boss, Kollege, Boxerschnitt auf der Fresse. Genau. Ich meine. Was auch jetzt kommt der noch drauf? Wenn der Pico draufkommt, dann boxen wir zusammen. Ich gehe dann in das Spiel rein. Heißt es nicht mehr Mario Party, dann heißt es Box Boo in die Fresse, bis er krepiert. Der Schauer, er geht drauf und wir beide verlieren unsere Sterne. Das wär's gewesen. Ja, nimm deine Kapsel, geh scheißen, lass mich in Ruhe. Ich mein, geh dich hier hängen. Alles oder nichts, das was der Lappen da in Mario Party auch spielt. Hallo und? Was machst du bitte? Setz jetzt mal die scheiß Kapsel dahin. Es kann immer was passieren, wenn ich jetzt dabei gehe. Klar, gib dir eine 10, seien wir gutherzig. Nee, so dumm bin ich nicht. Stern! Ich krieg mein Geld wieder. Money, ach, money, money. Stern nicht. Oh fuck. Das ist der am Stern vorbei, du weißt schon, dass du jetzt in Richtung Ketten weiter sollst, weil da ist der Pfeil. Du bist am Stern gerade. Ich weiß, scheiße. Du hättest du den erst aber ich glaube, du wärst doch eh auf. Ich weiß, Fragezeichen. Ja. Bin ich. Der Banano-Apfel. Also, er ist. Da? Kapsel. Ja, Don Banano. Das ist Don Banano. Aber da der Banane ist, das ist ja unten. Ja. Nee, jetzt versteht. Der hat eh kein. Ey, der hat eh kein Geld für den Stern. Jo. Haha. Haha. Wie schade. Geht doch alle heulen. Jetzt kriegt er noch einen Giftpilz. Wollen ihn jetzt alle vergiften. Mhm. Stell dir mal vor, ich krieg irgendwie so eine Marihuana-Pflanze, gell? Und ja. Dann raucht das so Luigi. Und wird dann so high und alles wackelt so. Und das ist das Spiel, jetzt kommt das Spiel Laserficker. Nee, Laserarschloch. Oh, alle, ihr müsst alle gegen mich spielen. Ihr seid in so kleinen Fahrzeugen und ich hab das große Teil und ihr seid zu dritt gegen mich. Was kann ich gegen dich machen? Kann ich dich abschießen? Ja. Müssen wir dich zerstören? Ja. Ich hab mehr Energie, aber ihr seid dafür zu dritt halt. What the fuck? Nein! Ah! Komm her, komm her! Ich bin hinter dir. Autsch. Ja, jetzt hättest du eine Energiewelle machen. Tut die weh? Ja. Jetzt zählt sich alles was ab. Bist du mal. Zack. Luigi's Mansion, Motherfucker! Noch egal. Zack, 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 zack. In die Fresse rein. Töte die. Oh, der wäre doch fast tot gewesen. Und? Unentschieden, glaube ich. Ja, Gleichstand. Ja, ich glaube, ich habe dich getötet noch. Nein, Gleichstand. Du hast mich nicht getötet. Wie, warum dann Gleichstand? Ja, weil keiner von uns gestorben ist.
Ach, billig, ich hab den doch getötet. Ich hab das Videobeweis hier, hallo? Ich geh jetzt zu Nintendo und werd mich beklagen. Weißt du noch das eine Wort? Ich weiß. Ich sag's jetzt mal, ne? Wie heißt der Typ nochmal? Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Ja, aber du immer mit dem. Du weißt, was ich meine, hoffe ich. Was? Nein, du hast einfach die Füße. Egal. Scheiß drauf. Sind die alten Pass gelöscht? Ja. Okay, gut. Nein. Weil ich muss nämlich einen Stern und ich bin Zugfahrt mit einem Stern vorbei. Ja, er kommt auf meine Kapsel. Magic Cooper. Was macht der? Wir tauschen die Kapseln. Kapsel tauschen. Und gibt dem einen Uppercut, glaube ich. Ouch. Ja. Kriegt jetzt seine ganzen. Achso. Ja. Danke, Scheiße. Wie geil ist das denn? Fick dich, du hässiger Bastard, ey. Fettsack. Shit. Ja, wow, was hat mir das gebracht, ein Scheiß. Mini-Ficker ist dran, ne? Der ist ja scheiß dumm. Ja, schenken wir mal Dominik. Schenken wir doch einfach mal Mega Sub-Zero einen Pilz. Er kriegt eine 5. Komm, Zeittag, Bose. Mini-Bose. Mhm. Sind das nicht alle. Sind es jetzt nicht schon 10 Runden? Nein, das sind die 19 gerade. Das werde dann nach der Runde noch eine Runde machen. Und danach sind wir fertig. Alter, ich könnte so. Spiel an die Wand werfen, wenn ich das sehe. Du hast das Spiel aber nicht. Ja, nicht gerade hier. Sperma. Eis ficken. Spermafang. Ja, Spermafang. Da hab ich immer gewonnen. Ja, kein Wunder. Warum denn wohl? Naja, vielleicht gewinne ich diesmal. Ich hab gewonnen. Ja. Diesmal Big Time. Ah, ganz geiles Eis. So kommen wir zur letzten Runde dieses Parts. Hinterher gewinne ich das Brett. Ja, aber letztes Mal hast du auch gewonnen. Aber mir ist es egal, wer gewinnt. Ich bin ja nur just for fun. Yep. Und das ist die. Sogar erster Moment. Ja, letzte Runde. Also vielleicht das letzte Minispiel. Hier. Klar! Ach, labert mir keinen. Lass mich verarschen. Ja, ich weiß noch, das Geld gehört dir dann, du Wichser. Ach ja, perfekt. Zack dem alle seine Münzen raus, aus dem Arsch. Kann der sich mal keinen Stern mehr kaufen? Zum Glück, ich hab gedacht, der will mich jetzt. Pico. Der zieht von allen Münzen gerade ab. Ach so, ich hab gedacht, der zieht mir jetzt noch 2 ab oder so. Fuck. Aber er behaltet die Münzen. Oder? Nein, aber er hat keine mehr. Er hat ja auch weniger als 5. Hä, kriegst du jetzt den ganzen Scheiß? Nein, das ist jetzt gewesen. Das ist jetzt echt gewesen. Das hätte mich echt aufgeregt. Willst du noch was zum RPB sagen? Ja, können wir noch mal kurz machen. Ja, also ich bin echt gespannt, wer da gewinnt. Ich habe momentan noch gar keine Ahnung. Ja, das Punktesystem hat sich da auch wieder verändert. Findest du es besser oder schlechter?
als das jetzt, also ist das im letzten Jahr wieder zurückkam, oder findest du, was er jetzt? Ich weiß gar nicht, was passiert ist, sag mal. Früher war es ja so, da hat jedes Punchline-Dings gezählt als Punkt. Du warst als 20 und so. Ja, ja. Und, ja. Ja. Hoffentlich wird Buu blau, ich meine rot. Duell. Fuck, wenn er mich jetzt nimmt, gell? Dann sind aber echt die Scheiße im Dampf. Ach, der hat ja gar keine Münzen, der hat gar nichts. Der Idiot. Ist mir gleich aufgefallen. Ja. Das nächste Spiel heißt. Zum Kuckucksex. Nee, zum Sack. Zur Sackuhr. Zur Sackuhr. Das letzte Minispiel in diesem Part. Geschafft. Ja, super, weil der eine Idiot da nur rumsteht und nichts macht. Komm, Buhu. Was machst du, Buhu? Was macht der Idiot? Geschafft. Ja, wenn er mal drehen würde, der Idiot. Das hat er hinten von mir auch so. Scheiß dumm, der Idiot. Dreh jetzt, du Idiot. Was machst du? Dreh doch den Scheiß. Wir haben. Wenn du jetzt nicht drehst, Buhu. Dreh den Scheiß, dreh den Scheiß. Dreh doch den Scheiß. Ja, dreh den Scheiß. Heilige Scheiße. Guck mal, es fehlt nicht bei euch. Was? Was? Nein! Ich Idiot! Ich hätte noch weiter schieben müssen. Scheiße! Okay, Leute. Oh Mann. Ach, scheiß doof. Damit habe ich das Spiel gewonnen. Das letzte in diesem Part auch nimmt mit dem dummen Mini-Boser war. Und Datei wird gewichst! Datei wird gewichst! Okay, Leute. So ist es. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Yeah. Vorher. Ja. Jetzt mal ja alles. Wir gehen auf Ende. Seid dabei, vielleicht kommt ihr Armageddon. Ja, das war's und wir wünschen euch viel Spaß. Haut rein, Leute. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen hoch geben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann auch einen Daumen runter. Ihr könnt auch die Part verfolgen, das wäre am besten, dann wisst ihr immer, was passiert. Und am besten abonnieren, dann verpasst ihr ja nichts. Ja. Dann haut rein, Leute, haut in den Monitor rein. Ja, Leute. Ciao.